Voilà, hier bin ich. Hallo. So, ich bin in meiner Etappe Parkett. Und bevor ich die Krise kriege, habe ich gedacht, ich mache mal kurz ein Video, weil ich weiß nicht, ob ich nachher noch die Nerven habe, ein Video zu machen. So, also, ich lasse euch mal sehen. Hier. Ich habe keine Ahnung, ich sehe überhaupt nichts mit der Sonne. Hier seht ihr die Bodenvorbereitung, ja? Und hier ist das Parkett. Und also die Idee ist, oder der Grundgedanke ist, das Parkett dann so zu verlegen. Ich habe wirklich, ich sehe wirklich nichts. Das hier unten drunter, also das ist jetzt nur ein Stück Wegwerfholz. Aber hier kommt dann hier noch so eine Bordüre hin. Sieht man das? Ja. Hier kommt dann eine Bordüre hin, also natürlich ganz bis ins Eck rein. Und oben drüber hier bei der Türe ein Metall-Eck, Übereck, Stangenbalken, Dingsbums. Voilà. Donc, je suis en train de faire mon parquet. Et avant de piquer une crise de nerfs, je me suis dit. Je serais capable d'en faire une. Donc l'idée c'est donc de couvrir ce chantier là avec un parquet, je n'ai jamais fait, et de le mettre d'une manière que j'aurai un bord propre avec un coin en métal. Voilà, und machen wir doch mal eine kleine Unterrichtsstunde. Wie verlegt man Parkett? Also, man nehme den Parkettbalken, voilà, donc pour faire le parquet, vous prenez votre planche, die man zuschneidet, damit das hier so schön ins Eck passt, ja, ist gemacht. Dann nimmt man Nägel ohne Köpfe, keine Ahnung, also nicht, weiß nicht, wie man die nennt. Hier heißen die Nägel ohne Köpfe. Puis on prend des clous sans tête, qu'on enfonce en diagonale, die man diagonal hineinschlägt. Sieht man das? Keine Ahnung. Ich weiß mich gar nicht, ob ich das Ding rumdrehen kann, während ich hier... ich kann es rumdrehen. Klick. Voilà, ah, c'est mieux ça. Donc, also diese Nägel, diese Nägel ohne Köpfe, die schlägt man diagonal hier hinein. Die dürfen nämlich da unten, aber da unten nicht rauskommen. Also richtig schön diagonal reinschlagen und dann werden die mit einem, hier nennt man sowas un chasse clou, je crois. Hier nennt man das einen Nagelkopf Verjager. Da muss man dann da drauf klopfen und diesen Nagel ohne Kopf oder mit wenig Kopf versenken. Und das ist ein Rumgerutsche. Ich weiß ja nicht mal mehr, ob ich heute Abend noch stehen kann. Das ist ein furchtbares Rumgerutsche, weil das rutscht. Also nicht nur mein Körper rutscht, sondern dieses Ding rutscht auch ständig. Und ich krieg die Krise. So, voilà. Alors, donc, vous mettez votre clou sans tête en diagonale pour ne pas arracher votre truc là. Et puis, avec le chasse-clou, en enfonce et c'est un... Komme ich wieder zurück? C'est un... Ça glisse de partout, puis purée, ça fait mal au dos. Je sais pas si je vais réussir à tenir debout ce soir, aucune idée. Et puis, je sais pas non plus comment le faire dans le coin où j'aurais besoin de taper avec main droite et je ne peux pas. Voilà. Gestern, als mir Roman das gezeigt hat, sah das so einfach aus. Romain m'a montré hier, il m'a fait un petit cours. Et c'était simple, c'était facile. Voilà, je ne sais pas comment dire. Je ne sais plus parler. Voilà le grand écart entre la théorie et la pratique. Voilà. Das ist der große, die Kluft zwischen Theorie und Praxis.
Und wenn dann nämlich dieser Nagel versunken ist, das heißt, ich muss ihn ja versinken, weil sonst kann ich nämlich das nächste Parkettbältelchen da nicht reindrücken in die Schiene. Ich meine, Tatsache ist einfach, ich habe dieses Parkett zu verlegen. Also ich hoffe, dass ich es irgendwann raus habe, bis ich dann da unten ankomme. Weil danach habe ich die Seitenverkleidung auch zu verlegen mit dem gleichen System. Was für eine blöde Idee aber auch, hä? Das so zu machen. Hätte ich doch das genauso gemacht wie der Mensch, der das vor mir gemacht hat. Eine große Tafel und aus. Jetzt verstehe ich, warum er es gemacht hat. Was für eine blöde Idee. Also das Resultat wird sicherlich wunderschön, aber der Weg dahin. Oh Mann! Oh Mann, der Weg dahin ist grausam. Voilà. Donc, je disais que j'espère avoir le coup de main à la fin que j'ai posé ce parquet au sol, parce qu'après j'ai de la frisette, et à faire tout le tour du camion avec de la frisette, et c'est le même système. Et vu que là je suis au sixième clou, et déjà au bord de péter un câble, et quand j'en ai à peu près encore, je sais pas, 400 clous à poser. Et ben, je vais peut-être faire un tour maintenant. Hein? Voilà. Ich sagte, ich bin am sechsten Nagel und ich bin schon kurz vor der Krise. Und ich habe sicherlich noch 400 Nägel zu klopfen. Vielleicht mache ich jetzt einfach kurz einen Spaziergang. Also, da bin ich heute in meinem Abenteuer Freiheit. Bis dann. Tschüss. Voilà où j'en suis. Ah, voilà. Dans mon aventure de liberté, je crois que je vais faire un tour pour souffler un coup. À bientôt. Ciao.